Husten die besten Hausmittel. Inhalieren Zwiebeln, Honig die Liste alter Hausmittel gegen Husten ist lang. Was wirklich zur Genesung beiträgt und was Sie bei der Anwendung beachten sollten. Gemeinsam ist vielen Hausmitteln gegen Husten, dass ihre Wirksamkeit in der wissenschaftlichen Forschung oft unbestritten ist. Hans-Michael Mühlenfeld vom Deutschen Hausärzteverband empfiehlt sie seinen Patienten, weil sie vielen Betroffenen zu helfen scheinen, wenn auch nur subjektiv. Der Hausarzt aus Bremen betonte, Husten sei keine Krankheit, sondern eine nützliche Reaktion, die hilft, die Gesundheit wiederherzustellen. Denn dieser natürliche Reflex hilft dem Körper, Krankheitserreger so schnell wie möglich aus den Atemwegen zu entfernen. Hausmittel können es dem Organismus erleichtern, mit einem Husten fertig zu werden, sagt Mühlenfeld. Inhalieren gegen Hustenreiz und Schleim. Sein häufigster Rat an Menschen mit Erkältung und Husten lautet, atmen Sie ein. Füllen Sie den Inhalator mit dem Schnauzenaufsatz mit heißem Wasser, atmen Sie dann langsam und tief ein und aus, wiederholen Sie die Inhalation idealerweise alle 3 Stunden. Wer keinen Inhalator hat, kann auch ganz klassisch Schüssel und Handtuch verwenden, allerdings muss man wegen der Verbrühungsgefahr vorsichtig sein. Halten Sie Kinder daher von heiß aufgebrühtem Tee fern und senken Sie den Kopf erst, wenn er leicht abgekühlt ist. Neben der feuchtigkeitsspendenden Wirkung wirkt die Inhalation mit Salbeiaufguss beruhigend auf gereizte Schleimhäute. Muschelsalbei wirkt wie eine Salbe und lindert so den Hustenreiz, erklärt Mühlenfeld. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie einen trockenen Husten haben. Wenn der Husten von Schleim begleitet wird, also produktiv wird, kann das Einatmen von heißem Wasser helfen, den dickflüssigen Schleim zu verflüssigen. Hausärzte empfehlen ätherische Öle wie Menthol bei Erkältungen und Nebenhöhlenentzündungen. Aber sie können auch helfen, Schleim zu entfernen, der beim Husten in den Atemwegen stecken bleibt. Wichtig: Kleinkinder sollten keine mentholhaltigen oder ähnlich stark riechenden Substanzen einatmen, da diese zum Atemstillstand führen können. Ätherische Öle können auch Menschen mit Asthma-Problemen bereiten. Im Zweifelsfall ist es ratsam, Ihren Hausarzt zu fragen, was Ihnen zur Verfügung steht. Zwiebelsaft und Honig beruhigen die Bronchien. Eines der ältesten Hausmittel gegen Husten ist Zwiebelsaft und Zucker. Machen Sie sich schnell fertig. Einfach Küchenzwiebeln würfeln und mit Kandiszucker zum Köcheln bringen. Das Ganze eine Weile ziehen lassen, den Sud durch ein Tuch oder einen Kaffeefilter abseihen und mit einem Teelöffel einnehmen. Wer sich selbstgemachten Hustensaft zulegt, kann auf Linderung hoffen. Denn Zwiebeln enthalten ätherische Öle, schwefelhaltige Verbindungen und Flavonoide, denen in Kombination Bakterizide und leicht entzündungshemmende Eigenschaften nachgesagt werden. Es beruhigt die Bronchien und lindert den Hustenreiz, sagt Mühlenfeld. Alternativ können Sie die Zwiebeln mit Honig mischen und den entstandenen Sirup ausschöpfen. Die Forscher testeten in der Studie die Wirksamkeit von Bienenprodukten. Kinder, denen nachts ein Teelöffel Eukalyptus oder Zitronenhonig verabreicht wurde, hatten seltener nächtliche Hustenanfälle als kleine Probanden zum Vergleich, die sich mit einem honigähnlichen Placebo begnügen mussten. Experte Mühlenfeld nimmt ein solches Ergebnis mit einer gewissen Vorsicht. Seine Erfahrung als Hausarzt zeigt aber auch, dass Honig den Hustenreiz lindern kann. Allerdings ist dieses Hausmittel erst für Kinder ab einem Jahr geeignet. Babys laufen Gefahr, sich mit Bakterien zu infizieren, die aus der Umwelt in Bienenhonig gelangen können und eine lebensbedrohliche Krankheit namens Säuglingsbotulismus verursachen. Wichtigstes Hausmittel: viel trinken. Hustentee ist einer der Klassiker in Omas Rezepten. Es kann Heilpflanzen enthalten, die Schleim lösen und das Abhusten erleichtern, zum Beispiel Thymian 44375 und Avocado. Oder es wird mit Kräutern gemischt, denen hustenstillende Eigenschaften nachgesagt werden, wie Marshmallows, Geweih oder Efeu. Auch eine große Kanne Tee kann hilfreich sein, da sie dem Patienten hilft, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Starkes Trinken ist wohl das wichtigste Hausmittel gegen Husten, sagt Mühlenfeld. Es widersteht der Austrocknung der Schleimhäute und fördert die Schleimverflüssigung in den Atemwegen. Wer auf seine Wasseraufnahme achten muss, zum Beispiel wegen einer Nieren- oder Herzerkrankung, sollte die angemessene Wassermenge mit seinem Hausarzt besprechen. Kartoffelwickel, der Glaube daran hilft. Manche Hustenkranke schwören auf heiße Kartoffelbrötchen.
4 bis 6 mittelgroße Kartoffeln weichkochen, in ein Geschirrtuch geben und zerdrücken. Wenn der Wickel soweit abgekühlt ist, dass keine Verbrennungsgefahr mehr besteht, legen Sie ihn auf Ihre Brust und lassen Sie ihn dort, bis er abgekühlt ist. Was bewirkt es außer den vorteilhaften thermischen Effekten? Dr. Bremen zuckte mit den Schultern. Ob Kartoffelburrito oder Familienrezept für Kräutertee, wer gute Erfahrungen mit Hausmitteln gemacht hat, sollte darauf zurückgreifen, lautet sein Rat. Weil Patienten sich besser fühlen, nur weil sie glauben, dass es hilft, das Stichwort Placebo-Effekt. Gleiches gilt, wenn jemand anderes Tee kocht, Zwiebelsaft zubereitet oder gar sein Hustenrezept empfiehlt. Du bekommst Aufmerksamkeit, jemand kümmert sich um dich, das hilft der Gesundheit des Patienten, sagte Mühlenfeld. Wichtig, wenn zum Hustenfieber kommt oder wenn der Husten nach einer Woche nicht allmählich abklingt, dann ist es ratsam, zum Arzt zu gehen. Bei Luftnot den Rettungsdienst rufen. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen, abonnieren Sie unseren Kanal und schalten Sie die Glocke ein. Jetzt verpassen Sie keine neuen Videos mehr, die wir jeden Tag für Sie hochladen. Das war's für heute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.